Das war jetzt nicht ganz so erfolgreich, wie ich es mir gedacht habe. Ah, den hätte ich absorbieren können. Ups. Egal. Das passt schon. So. Du tötest den da. Und dann gehen wir mal zum Angriff über. Ah, da ist auch die Saurianer-Festung. Das ist gut, da kann ich nämlich dann noch ein paar Leute einberufen. Das freut mich. Ja, die Wiedergänger sind keine Gefahr, zum Glück. Und einen Saurianer-Fürsten kriege ich weg. Was auch immer. Ich frage mich, haben die Saurianer auch ein neues, noch ein weiteres Level? Die hatten wir ja bisher nicht das Vergnügen zu steuern. Ach, kommt. Saurianer gehen einfach nur auf den Sack in absolut jedem Szenario und jeder Karte. Sind sie einfach nur nervig. Es hat ganz früher angefangen und das zieht sich bis jetzt durch. So, ich denke, ich warte hier jetzt einfach noch eine Runde, dass meine Armee mal wieder zusammenfindet. Unfassbar, dass der überlebt. Der heilt sich, unser Widerling heilt sich zum Glück schneller, als er Schaden kriegt. Ja, das tun die mittlerweile ja alle. Ist halt schon irgendwie lächerlich. Warum so viele? Warum alle gegen mich? Könnt ihr nicht irgendwie jemanden in eurer Größe euch suchen? Oder jemanden, der nicht gerade versucht, doch nur zu überleben? Mehr will ich doch gar nicht. So. Ups. Dann postieren wir mal unsere Heiler richtig. Dass wir hier ein bisschen eine Formation bekommen. Und Alpha findet dann tatsächlich auch mal zu uns zurück. So, dann kann der nämlich auch voll geheilt werden. Ich meine, wir haben 80 Runden und wir sind ein gutes Stück schon weit gekommen. Ach, guck mal, die Dämonen greifen doch die Saurianer an. Dass die überhaupt noch leben, die Saurianer. Das sind wahrscheinlich einfach nur viele und deswegen leben sie noch. Ach, kommt. Da greifen die sich an. Ja, von da unten kommen auch Dämonen. Kommt ja auch von einer Richtung etwas, das mich nicht töten will. Das wäre echt schön. So, wir haben hier oben auf jeden Fall noch ein Dämönchen. Will ich jetzt nach rechts oder will ich jetzt da runter? Eigentlich will ich, ich glaube, ich will nach rechts und dann runter, weil hier kommt noch mehr. Aber wir müssen uns halt trotzdem mit denen prügeln. Egal, was wir machen. Es gibt keinen sicheren Ort. Wobei ich glaube, ich lieber gegen die kämpfe als gegen die großen Dämonen. Irgendwas, mit dem ich den gut angreifen kann. Damit nicht.
Erlöse ich erstmal irgendwen. So. Nimmersatt wird noch kräftiger zubeißen. Der macht jetzt echt viel Schaden. So. Du kannst den dann noch absorbieren oder halt nicht. Wir gucken, dass wir uns hier schön wieder voll heilen. Ich komme halt nur Zentimeter für Zentimeter. Kann ich hier irgendwelche... Nee, es gibt auf jeden Fall wieder 50. Es gibt einen Neutral. Ach, das wird wahrscheinlich der Shop sein, denke ich mal. Saurianer nehmen auch kein Ende. Und wir werden hier langsam eingekreist. Das ist gar nicht gut. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Müssen wir mal ein bisschen vorankommen. Also nicht. So, der Dämon da oben, der muss weg. Irgendwie. Kannst du den töten? Ja, kannst du. So, kann Alpha nämlich hier durchlaufen und 37 nur. Kann ich ihn unterstützen? Ja, kann ich. 124. Perfekt. Vielleicht kann ich den dann irgendwann durchschicken und erstmal kann ich hier einen Dämonen auslöschen. Wieder zurück in Heilformation. Dürfen ja nicht uns die Blöße geben. Ups, das wollte ich nicht. Du gehst dahin, Schattenpfeile. Den weghauen. So. Ich meine, wir könnten mitten durch die Wüste gehen. Es ist langsam. Aber ich glaube, die Gegner... Also, wenn die Gegner nicht wüssten, wo wir sind, dann wäre das, denke ich, auf jeden Fall machbar. Aber leider wissen die Gegner ganz genau, wo wir uns befinden. Das heißt, das ist völlig egal. Ich kann mich nicht irgendwie dran vorbeischleichen. Was zur Hölle? Ach ja. Da, noch mehr Dämonen. Vor allem die Dämonen sind orange, die Dämonen sind türkis. Die sind dieselben? Okay, keine Ahnung. Weiß nur eins, es nervt. 36. 36, okay. 36, 4. Was Besseres bekommen wir nicht. Du musst dich heilen. Und ich schicke Alpha hier hin. Der sorgt dafür, dass hier nicht noch mehr von den dämlichen Saurianern rumrennen. Ich habe Wichtigeres zu tun, als die zu töten. So, habe ich da oben, habe ich theoretisch wieder was für einen Massenangriff, aber... Arktische Windböe, Magie schlauchen... Machst du eigentlich? Explosiver Feueratem. 52,5. Der ist richtig effektiv gegen die. Das gefällt mir. So, wir müssen auf jeden Fall hier die komischen Überresten des Saurianer der töten. Gegnerische Einheit gesichtet, ja. Was ist das? Ein Dämon. Oh. Wer hätte damit gerechnet? Jeder. So.
Du gehst den Dämon töten und Silas packe ich auch schon mal da oben hin. Okay. Heilung. Zack. Okay. Soweit, so gut. Ich meine, die sind zum Glück recht leicht zu töten. Warum kommt von da unten Saurianer? Ich habe das Gefühl, diese Wüste besteht nur aus Gegnern. Hinter jedem Millimeter steht einer. Pff. Sag mal. Alter, okay, wir haben gerade anderes zu tun. Ich hätte den da oben zwar gerne getötet, aber ich komme halt einfach nicht dran. So. Ich kann es noch versuchen, aber... 28,5 infernale Kälte, okay. Nein, das kann ich nicht versuchen. Das Einzige, was wir hier noch versuchen können, ist... Die sind langsam, die Dämonen, zum Glück. Wenn wir es schaffen, uns hier Zeit zu verschaffen. Ephraim sollte jemanden töten, damit er ein Level up bekommt. So, zum Beispiel den da. So, besser als Windmacher. Was ist denn? Arktische Windböe 10,4. 8,4. Über Schneestürme gebieten. Schneesturm. Sturm. Diese Attacke versetzt auch viele Gegner rund um den Angreifer und verursacht zudem Schaden durch Wucht. Sie erschöpft aber derart, dass die Wirkung da auch um 12 Schadenspunkte abnimmt. Okay. Schlauch. Diese Attacke trifft auch echte Gegner hinter und neben dem auf. Sie erschöpft aber derart. Ja, das ist quasi das Gleiche. Mache ich erstmal besser als Windmacher. Jetzt wird das ein bisschen pimpen, den Angriff. Das ist nicht gut gewesen. Das war eine blöde Idee. So, du wirst noch wuchtiger mit den Hammerschlägen. So, und jetzt müssen wir die hier loswerden. Heilung dazwischen. Ja, Gegner, da sind... Ich weiß. Guckt sich einer das mal an, ey. Das wird kein Spaß, gegen die alle zu kämpfen. Vor allem, wenn wir gleichzeitig noch von der anderen Seite angegriffen werden. Und der Saurianer halt auch einfach die ganze Zeit weiter Saurianer spammt. Ich meine, die ganzen normalen Geister und so zwischendrin sind kein Problem, aber... Es ist gerade Zwielichteinheiten plus 0 beim Morgengrauen. Jetzt gedacht, dass die stark im Vorteil sind. So, das Gute ist, wir können die halt hier abfangen am Flussufer. Wie viel Schaden machst du? So. Ich möchte so angreifen mit dem explosiven Feueratem. Und ich möchte mit dir... noch den anderen Massenangriff durchhauen. Okay, damit sind die alle ultra low geschlagen. So, und ich warte jetzt einfach hier auf die. Lethalia kommt dazwischen. Und ich muss die hier natürlich auch noch irgendwie abfangen. Wow, das ist ja...
Ist ja richtig gut gewesen. So. Ja, ich weiß. Ja, da sind ganz viele Gegner. Das ist toll. Ich glaube, ich gehe gerade zu sehr in die Offensive. Befürchte ich. Ich bin sogar fast sicher. So, Alpha muss nicht hier stehen bleiben. Ja, das wird zu aggressiv gewesen sein. Das Gute ist, dass die Saurianer hier ein bisschen blockieren, ne? Denn die Geister sind kein Problem. Der Dämon da hat sich zum Glück zum Feuerbälle-Schießen entschieden. Von da kommen auch Gegner. Ah, das sieht nicht gut aus. Was, der lebt noch? Ah, komm. Der letzte Schlag trifft ihn. Das ist natürlich. Sonst wäre es ja cool gewesen. So. Und du machst da oben deinen Massenangriff. Obsidian, Opal, ich weiß. Ah, die sind alle tot. Die sind halt langsam, das ist mein Vorteil. Das muss ich mir zunutze machen. Ich lasse die, sollte ich die noch näher rankommen lassen? Ich denke eigentlich nicht. So, dem geht's gar nicht mehr gut. Aus denen kann man sogar keine... Das ist gut zu wissen, dass man aus denen keine Einheiten machen kann, die uns folgen. Weil damit bringt der ganze Kram, Anti, sonst was, bringt uns dabei nichts. So, wir haben unsere Armee jetzt zwar aufgeteilt, aber ich bin gespannt. Ich meine, da oben, die können gerne den Zwergenfürst angreifen. Es wäre schön, wenn die Halbgötter auch immun gegen Gift wären, immer noch. Problem ist, dass hier halt echt viele Einheiten sind. Warte mal, der ist jetzt gerade aber zu einer wandelnden Leiche geworden, ne? Seltsam. Warum funktioniert das aber die... normale Kram nicht? Alter, nein, mein Junge, nie hätten wir dich mit reinziehen dürfen. Natürlich kommt da ein Kampfrauschtyp an. Was auch sonst. Aber ich muss das machen. Ich muss mir hier oben die und erhalten. Was ich natürlich machen könnte, ist... Es ist schade, dass nicht alle verlangsamt werden dadurch. Was ich natürlich machen kann, ist so anzugreifen. Das kann ich natürlich tun. Ob uns das was bringt, sei mal dahingestellt. Aber wir haben es zumindest probiert. Direkt ein Level up. Easy. So. Zack. Ja, Gegner. Die letzten Szenarien waren halt einfach zu einfach, ne? Warum hast du jetzt plötzlich nur noch 9 Schaden gegen den? Eben waren es doch noch 14. Sie. Aber weil sie lichtscheu ist.
Minus 50% sogar. Ach, wegen Überhellen. Ich müsste bei Lethalia mal das Lichtscheu wegkriegen. Ich muss unbedingt rausfinden, welches Item das tut. Können die ganzen anderen Einheiten nicht einfach stehen bleiben? Ich habe das Gefühl, dass es fast am intelligentesten wäre, erstmal am Anfang, keine Ahnung, 30 Runden lang auf dem Platz stehen zu bleiben und einfach zu verteidigen. Kartenrand wäre natürlich auch wieder so eine Sache, aber wir haben halt nicht genug Einheiten dafür. Das ist wieder der Kampfrausch-Typ. Ah, warum? Wo ist denn der Kampfrausch-Typ? Da, der Typ. Der ist der, der mir auf den Sack geht. Und der steht natürlich perfekt so, dass ich nichts unternehmen kann gegen ihn. Okay, das bedeutet, wir werden erstmal in diese Richtung hier klar Schiff machen gehen. Und müssen uns später gegen die Dämonen wehren. Ja. Überall feindliche Einheiten. Okay, wir haben uns soeben umentschieden. Wir werden tatsächlich doch in diese Richtung weiter marschieren. Surprise. So. Ich meine, die werden wenigstens kurz aufgehalten. Von dem Sumpf noch. Ja gut, nicht alle natürlich. Könnte es auch anders sein. Wenn der Massenangriff alle verlangsamen würde, das wäre richtig, richtig toll. Aber diese Kampagne ist leider kein Wunschkonzert. Ich meine, mussten die Saurianer wirklich unbedingt noch sein dazu? Ich meine, hätten es die 50 Trilliarden Dämonen nicht auch alleine getan? So. Ja, da kommen die Dämonen. Natürlich alles andere als Full Life. So, du gehst den da töten. Und schneller Schaden, Fernkampf plus ein Erbe der Freien. Schneller und Schaden, Fernkampf plus eins. Oh, das nehme ich. Das ist ein gutes Erbe. So, und dann muss der da weg. Wir hier ein bisschen durchtauschen. Massenangriff. Na, da habe ich mir irgendwie mehr erhofft. Aber wir haben ja noch einen Massenangriff. So, wer von euch ist der? Jenige welche? Hinterlistig. Zügelter Kampfrausch. Ja, der kommt nächste Runde dran und ich kann nichts dagegen tun. Der ist ultra mies positioniert, der Typ. So, die kann ich alle wegnehmen. Ich kann dich dahinter stellen, theoretisch. Wenn er dann einen von den beiden mit dem Kampfrausch angreift, sollte er eigentlich sterben, dank der Verstärkung durch Ephraim. So, irgendwer muss den dann noch töten.
Sehr gut, den stelle ich hier als Ablenkung hin. So, und jetzt müssen wir uns diese Dämonen erwehren und dem, was da sonst noch so kommt. Mal gucken, wen er mit seinem Kampfrausch angreifen wird. Jawohl. Was? 8 Angriffe wieder? Ja, 12-8, geil. Ich möchte nur gucken, ob der Rest funktioniert hätte. Der gezügelte Kampfrauschtyp greift im Fernkampf an. Okay. Interessant, eine interessante Wahl. Ja. So, schneller. Mehr Fernkampf. Bitte, danke, gern geschehen. Tschüss. So, du tötest den, weil du eh Heilung brauchst. Und dann machen wir das da. Okay, sehr schön. Das hat diesmal besser funktioniert. Du haust die alle weg. Krallst dir den. Ephraim geht in die Lücke. Wir schließen von der Seite. Und bleiben hier so stehen, wie wir sind. Doomlord könnte noch ein bisschen was machen hier. Okay, und den lasse ich dann hinlaufen. Du kannst eh nichts groß machen. Stelle ich den hier an den Rand in der Hoffnung, dass der angegriffen wird. Naja, zumindest einen Dämon abgefangen. Da steht jetzt zwar ein Dämon bei Ephraim, aber das ist okay. Ich habe ja auch wieder Tränke zum Glück. Ein paar. Die ganzen Münder sehen echt seltsam. 27. Dieser Typ mit dem gezügelten Nahkampf, das ist ein Biest, der Typ. Einfach in allem, was er macht, ist er richtig, richtig gut. Mega Fernkampf, mega Nahkampf. Und ich habe nicht die Chance, den Erstschlag gegen ihn zu landen, egal was ich tue. Das ist echt ungünstig. So. Okay, der ist aber so gut wie down. Weil ich kann zwar. Nee, ich komme an den nicht dran. Egal wie, ich kann nichts gegen den machen. Es wäre wahrscheinlich klüger gewesen, mit Silas dann nach oben zu gehen. Könnte sein. So, 23,6. Ich muss den Typen vorher töten. Na, die Runde ist richtig mies. Ich muss nochmal zurück. Das war keine gute Idee, die ich da hatte. So, der Anfang hier, das ist auf jeden Fall gut. Und dann möchte ich auf jeden Fall so angreifen. Und ich glaube, dann stelle ich tatsächlich Silas hier oben hin. Ich dahin und Ephraim dazwischen. Machst hier deinen Frostatem rein. Alpha tötet den da. So, wen kann ich jetzt da? Ich glaube, ich bleib sogar so stehen und lasse hier, dann kann Silas von drei Seiten angegriffen werden, aber das ist eine der Einheiten, die das ab kann.
so vielen Seiten angegriffen zu werden. Ich erschaffe mir hier noch einen weiteren Saurianer. Und Lethalia macht dem da keinen Schaden. Aber von hier aus ist es wenigstens ein bisschen mehr. So, und den Rest bewege ich tatsächlich. Kann Doomlord noch hierhin bewegen.